Hallo und willkommen zurück zu Atelier Vieres. Wir wollen, glaube ich, ins Schneegebiet. Ach so, genau. Und ich habe letzte Folge nicht mit den ganzen Leuten geredet. Ja. Weil meine Zeit etwas knapp war. Überhaupt sind jetzt nicht immer jeden Tag Atelier Vieres Folgen rausgekommen. Das lag teilweise daran, dass es manchmal sehr, sehr warm war und ich deshalb nicht so viel aufnehmen konnte. Und teilweise an anderen Aktivitäten. So, wir müssen nach Norden. Ach so, genau. Schneekleidung sollte ich anziehen. Oder nee, wir machen das jetzt anders. Ich löse sofort die Schneeschmelze aus. Oder ich höre mir noch an, was hier zu sagen ist. Firis, wir haben einen Auftrag. Naja, es ist uns nicht wirklich eilig, aber wir wären schon froh, wenn du es relativ bald machen könntest. Na, das klingt doch schon so, als wärt ihr ein bisschen in Eile. Um was geht es denn? Wir möchten, dass du bestimmte Materialien für Synthese sammelst. Wir wollen etwas synthetisieren, aber wir haben herausgefunden, dass uns die Materialien fehlen. Wie könnt ihr denn synthetisieren? Das ist aber ein schlechtes Zeichen. Ich dachte, die können keine Alchemie mehr. Das sieht mir dann doch wieder nach Weltherrschaft aus. Was, Synthese? Ihr beiden seid Alchemisten? Ach ja, das haben wir dir nie erzählt. Bis vor kurzem hatten wir aber nicht das natürliche Talent, um Alchemie zu nutzen. Oh oh. Eine gutherzige Alchemistin hat ein Gerät für uns hergestellt und jetzt können wir Synthese betreiben. Uiuiui, ui, ui. Das sieht aber nicht gut aus. Na egal, das ist jetzt auch gerade nicht so wichtig. Kannst du die Materialien für uns sammeln? Ja, klar, überlass das nur mir. Ja, danke, dann bring sie uns bitte, nachdem du sie gesammelt hast. Okay, wir sehen uns dann. Also sind die beiden Alchemisten, das ist meine Überraschung. Aber ein Gerät, mit dem man Synthese betreiben kann, ohne natürliches Talent dafür haben zu müssen, das klingt ja richtig fantastisch. Ich werde es jetzt auf jeden Fall so spielen ohne Vorwissen. Golden Rocks, ja, die habe ich ja. Firis weiß ja nichts von den Begebenheiten in Atelier Sophie. Und Firis ist hilfsbereit und wird deshalb Meklet und Atomina auch unter die Arme greifen. Warum auch nicht? Wenn irgendwas Schlimmes passieren würde, würde Sophie da hinten ja bestimmt eingreifen, ne? Ich ziehe mir jetzt doch Schneeklamotten an, es schadet ja nichts. Und
Und weil ich die Golden Rocks habe, gehen wir jetzt aber doch nochmal eben kurz nach Weißlack zurück. Es dauert bestimmt 20, 30 Folgen, bis wir hier wieder hin zurückkommen. Wenn ich jetzt erstmal Richtung Ertona wieder gehe. Und ich sehe auch gerade, möglicherweise leckt die Aufnahme etwas. Ich muss mal eben ganz kurz unterbrechen. So, hoffen wir mal, dass es jetzt besser geht. Wo stecken die beiden denn? Immer da unten. So, ich habe hier Golden Rocks für euch. Hey Firis, hast du die Materialien dabei? Ja, das sind die Materialien, nach denen wir dir vorher gefragt haben. Vielen Dank. Jetzt werden wir Fortschritte machen mit unserer Synthese. Ja, das war wirklich hilfreich. Wir müssen das bei Firis irgendwie wieder gut machen. Was würde ihr wohl gefallen? Geld oder seltene Materialien oder etwas mehr? Also bitte kein Geld. Seltene Materialien wäre schon nicht schlecht, aber vielleicht gibt es noch was Besseres. Ah, so da. Ano koto o oshieru tte iu no wa dou dai? Oh, ich weiß, wir könnten ihr von dieser einen Sache erzählen. Ja, das wäre gut. Machen wir das. Nee, Firis. Kimi wa sora ni ukabu shima no koto o shitteru kai? Hey, Firis, weißt du eigentlich von der schwebenden Insel? Sora ni ukabu shima? Oh, kiita koto mo nai kedo. Eine Insel, die im Himmel schwebt? Nein, davon habe ich noch nie zuvor gehört. Otogi-banashi no you da to omou desho? Demo, jitsuzai suru basho nano. Ja, es klingt auch ein wenig nach einem Märchen, oder? Aber sie existiert wirklich. Ja, und wahrscheinlich muss man vom Mooncatcher-Pfad da weiterreisen. Shikamo, soko ni wa to aru densetsu ga arun da. Nandemo, tondemonai zaihou ga nemutte iru tte iu ne. Und nicht nur das, es gibt sogar eine bestimmte Legende darüber. Sie sagt, dass dort ein fantastischer Schatz versteckt ist. Da wird sich Revi sicherlich freuen. Ein fantastischer Schatz? Das klingt ja großartig. Wenn der wirklich existiert, dann will ich den unbedingt sehen. Ja, wir dachten uns schon, dass du das sagen würdest. Deshalb haben wir dir das ja jetzt auch gesagt, als Belohnung. Da sie aber im Himmel schwebt, wird es nicht einfach sein, dorthin zu kommen. Aber du solltest dir das zumindest mal ansehen. Die Insel ist nördlich von hier. Okay, ich versuch's dann mal. Danke, ihr beiden. Kein Problem, sei einfach vorsichtig. Da
Das hat sich denn doch gelohnt. Neues Gebiet. Nördlich von hier, ja, sozusagen. Also, ich würde mal sagen, hier. Also hier. Aber erstmal gehen wir jetzt gleich hier hin. Sonst wird mir nämlich langsam ein bisschen warm. Ein Sky. Ja, Mondketchup-Pfad. Also Mondfänger-Pfad. Oh ne, bitte kein Regen. Es hat gestern wirklich genug geregnet. Also nicht hier im Spiel, sondern allgemein. So, was haben wir hier noch für Aufgaben? Blizzard-Bestie. Wir könnten es ja eigentlich mal wagen. Vielleicht gehe ich einfach mal. Moment mal, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Und habe dann ein Gespräch. Levi, natsukashii mono wo motte imasu ne. Revi, wie ich sehe, besitzt du ziemlich. Oder etwas ziemlich Nostalgisches. Nostalgisch? Was um aller Welt meinst du denn damit? Ich rede von den Dingen, die da bei dir runterbaumeln. Eins von denen habe ich selbst hergestellt vor langer Zeit. Bist du da sicher? Das ist etwas, was ich in alten Ruinen gefunden habe. Nein, ich irre mich sicherlich nicht. Wahrscheinlich ist sogar mein Name dort eingraviert. Was? Plata? Du hast recht, das ist hier eingraviert. Siehst du? Der Gedanke, meinen Namen da unbedingt eingravieren zu müssen. Ich war damals noch so ein Kind. Du, sag mal, wer genau bist du eigentlich? Na, ich bin nur eine Alchemistin, das ist alles. Also da muss ich sagen, jetzt muss ich mal dieses Spiel nochmal wieder loben. Verglichen mit den ganzen anderen Atelierspielen, es waren ja auch immer Reihen, also Tottori war zum Beispiel ein Nachfolger von Rorona. Und natürlich hatte dann auch Rorona einen Auftritt in Atelier Tottori. Aber nur so kurz, also die spielten eigentlich keine richtige Rolle. Hier, also es war einfach nur schön, die Charaktere dann nochmal wiederzusehen. Also man gab dann ein kurzes Gespräch oder so und vielleicht musste man einen oder anderen Auftrag für die machen. Aber die Vorkommnisse aus dem Vorgängerspiel spielten dann keine Rolle mehr. In Meruru hat man auch nur entfernt von dem Königreich Arland gehört und so, hatte damit auch nichts mehr zu tun. Hier ist es jetzt wirklich das erste Mal, dass die Vorkommnisse des Vorgängerspiels wirklich einen Einfluss auf diese Geschichte haben. Also selbst auch bei Atelier Aisha und danach Escher und Logi hatte man das Gefühl, dass was Aisha gemacht hat, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Es war, kam in dem Nachfolgespiel einfach nicht mehr richtig vor. Also man hat den Namen nochmal gehört,
es wurde immer mal wieder gefragt, was sie so macht, aber sie hat für die Handlung keine Rolle gespielt. Es gab dann noch ein paar Nebencharaktere, die dann wieder in Atelier Escher und Logi übernommen wurden. Aber das war dann auch schön, diese Leute wiederzusehen, aber die Handlung aus dem Vorgängerspiel völlig irrelevant gewesen. Und hier sehen wir ja an Meklet und Atomina, wir sehen an Plachta und an Sophie, dass es schon wichtig ist, hier auch den Vorgänger zu kennen. Also falls ihr tatsächlich jetzt hier neu zuschaut und Atelier Sophie nicht geguckt habt, dann wäre es auch im Nachhinein natürlich interessant zu gucken, was ist denn in Atelier Sophie überhaupt passiert? Wieso ist Plachta so ein bisschen anders und lohnt sich. Ja, also ich bin nur eine Alchemistin, mehr nicht. Nee, jetzt will ich gar nicht mit allen reden. Ich wollte hier einfach nur rein, wenn uns dieses Monster jetzt umhaut, dass wir dann so einen Rücksetzpunkt haben. Dass wir hier wieder anfangen. Leute wechseln kann ich jetzt auch nicht. Schauen wir mal, also kann natürlich sein, dass Kalt und Revi sofort ausgelöscht werden. Ach so, und der Nachteil war natürlich, dass jetzt der Blizzard weg ist. Ich kann das ja nochmal probieren. Hey, ich hab was gehört, Plachta. Du bist eine Puppe, die mein Vater gemacht hat, oder? Naja, mein Körper ist es jedenfalls. Warum fragst du? Ja, das sollte doch offensichtlich sein. Wenn du wirklich eine Puppe bist, dann musst du mir alles zeigen. Und wenn ich alles sage, meine ich auch alles. Was? Drossel? Deine Augen? Du meinst das doch nicht ernst? Weißt du denn nicht? Ich meine es immer ernst. Nun dann, meine geschätzte Plachta. Fangen wir mal mit deinen Gelenken an. Lass mich mal nachsehen, okay? Nein, die Antwort ist natürlich nein. Ist doch schon gut. Du verlierst doch nichts dabei, wenn du es mich sehen lässt. Das ist doch hier überhaupt nicht die Frage oder das Problem. Sophie, hilf mir bitte. Hier ist eine Perverse. Es ist eine Perverse da. Also, Drossel kann man auch ganz prima noch bei, jetzt muss ich mal ein bestimmtes Spiel mir überlegen, sie könnte man halt bei, in irgendeinem Horrorspiel, ja wie, naja, mir fällt jetzt kein Name ein, aber da kann man sie prima einsetzen als Puppenperverse. So, das sieht doch aus wie Schneesturm, oder? Jetzt nochmal eben die Quest markieren. Den? Uiuiui. Level 30, ja, das geht ja. Sagte er. Und bis dann in den Schnee. Nenni wa
ではねんだ。So, Feuer magst du doch bestimmt nicht, oder? Das ist ihr ziemlich egal. Also weak sehe ich jetzt hier nirgends. Dann machen wir einfach Gods Gift, weil das zweimal wirkt. Level Drain macht es auch, das ist auch schön. Ja, so schnell kann das gehen. Ich will das einfach mal sehen. Hat er auch noch resistet, aber ich will mal sehen, wie der Angriff ist. Jetzt einfach mal die 54 MP opfern. Level 7 Waffe. Sie sah nur so interessant aus, weil sie halt von der Qualität so gut war. Also hier sieht man ja S. Vielleicht können wir die als Zutat für irgendwas Tolles benutzen. Dann müsste ich jetzt nicht sammeln und ich sehe gerade, da läuft ein Viech auf mich zu. Läuft gar nicht auf mich zu. Ist nur in der Nähe. Besen. Achso, haben wir die Quest hier ist erledigt. Kann sein, dass wir sie noch irgendwo abgeben müssen. Ja, das ist ein bisschen weit. Ich glaube, wir gehen erstmal zur Kirsche, bevor ich Schneeschmelze einleite. Ist abgeschlossen, das heißt, sie ist wieder irgendwo. Bist du das? Letztes Mal war sie ja hier oben denn irgendwo. Oh, das ist ja... Hier rüber, Kirsche, hier. Okay, ich bin gleich da. Ich habe Kuchen gemacht. Ich kann dir viel erzählen.
Ich habe niemals Süßigkeiten selber gemacht. Das musst du mir unbedingt beibringen, okay? Ja, natürlich. Ich bring dir alles bei. Was? Ich will aber Höhlenforscher spielen. Höhlenforscher klingt auch spannend. Dame! Kirsche-chan wa watashi to okashi zukuri suru no? Auf keinen Fall, Kirsche macht Süßigkeiten mit mir. Chigeyo! Kirsche wa ore to isshu ni dokutsu tanken suru nda? Nein, Kirsche erkundet Höhlen mit mir. Sore nara okashi wo tsukutta ato ni dokutsu ni ikeba ii. Dann machen wir erst Süßigkeiten und gehen dann in die Höhlen. So sureba oyatsu ga dekiru. Tanken mo motto tanoshiku naru hazu. Mit den Snacks macht dann das Erkunden auch viel mehr Spaß. Sore da! Kirsche-chan kashikoi! Ja, genau. Du bist so klug, Kirsche. Sasuga da na! Ja, so shio! Du bist ein Genie. Machen wir das so. Ah, sehr schön. Dann müssen wir uns also keine Sorgen mehr um Kirsche machen. Da bin ich aber froh. Du willst natürlich immer noch diesen Gegenstand haben, wo ich das Rezept noch nicht mal besitze, glaube ich jedenfalls. Ich habe jetzt inzwischen auch neue Rezepte bekommen. Das wäre irgendwie so ein komisches Geschenk. Das Bett haben wir gemacht. Die Kette müssen wir noch machen. Für wen mussten wir die Kette nochmal machen? Oh, das ist aber teuer mit den ganz vielen Edelsteinen. Komisches Fell. Oh, das ist aber interessant. Das will ich mal lernen hier. Bright Knight. Da fehlt mir der Crimson Stone. Ja, irgendwie so ein besseres Gift oder sowas. Ne, okay. Da geht's rein. So, da haben wir Kirsches Atelier, hier haben wir noch ein Private Home. Weil ich jetzt so lange nicht hier war, will ich trotzdem mal kurz reingehen.
Also Angriff, du warst das, okay. Na, lass mich doch da rein. Das ist eine Wiederholungsquest, ne, machen wir natürlich nicht. So, mal gucken, ob wir hier noch Sweet nehmen können. Hier, also Barrel. Geht sogar. Schön. Ah, das ist also. Eine Fackel, die niemals erlischt, selbst wenn Schnee fällt oder Wind bläst. Ohne Zweifel ein Produkt der Alchemie. Ja, so eine Art Leuchtturm quasi, ne? Was für eine interessante Idee. Wirklich sehr interessant. Wer das auch hergestellt hat, muss ziemlich begabt sein. Ich würde gern mit dieser Person reden. Da gehen wir jetzt auch gleich hin zur Kirche. Meine Kleidung ist weiß, also mehr nicht, du hast uns gar nichts zu sagen. Tja, den können wir auch noch nicht basteln, ne? Element Guard. Ja, schade, hatte ich jetzt gedacht. Dass sie vielleicht auch noch Aufträge für uns hat. Wir suchen ja immer noch nach unserem Lebensziel. Und aus diesem Grund sollten wir ja eigentlich auch mit den ganzen Alchemisten nochmal reden. Was haben wir hier noch? Achso, das war diese Wiederholungsquest, genau.